Oh Mann, die arme Sau. Und herzlich willkommen zu Dead Space mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und wir kämpfen uns hier durch ein Schiff. Ich habe den Namen dieses Schiffes vergessen, was uns, also die Ishimura, zerstören sollte. Und sie haben die Kapsel angenommen und das ist das Resultat. Ja, das kommt davon, wenn man... Oh, jetzt habe ich den Scheiß aufgenommen. Jetzt mache ich mir mühevoll Platz und dann nehme ich jede Scheiße auf hier. Die sind aber noch... Muss das hier so flackern? Die nehme ich jetzt aber nicht. Das muss wohl so, ne? Also das Spiel ist nicht kurz vorm Abstürzen. Gut. Ein Lift! Ne, doch kein Lift. Was ist denn das hier? Doch, das ist ein Lift. Und hier sind Kraftfelder irgendwie. Aha. Erstmal gucken wir in den Schränken rum. Was haben wir hier? Brauche ich. Ist noch so einer hier irgendwo? Da. Brauche ich nicht. Nach oben? Ich möchte aber gerne... Jetzt muss ich mich hier erstmal in Ruhe umschauen. Ich habe jetzt das Gefühl... Oh! Nichts mit in Ruhe umschauen! Boah, dann kriegt man gleich so einen verbraten hier. Ich gehe mal hier hin. Der ganze Raum ist heiß. Das sind nämlich... Boah. Ich hab's geahnt. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so einen richtigen Plan, was ich hier machen soll. Oh Mann, ey. Ein Millimeter daneben. Ich muss irgendwie die Dinger da kaputt kriegen. Ach ja, jetzt kann ich schieben. Noch ein bisschen. Meine Punkte. Oh. Ah, jetzt. Weiter geht nicht. Oh. Ah, das war doch wieder klar. Mensch. Wegen dem Ollen. Brennt das jetzt hier noch? Ja. Ich hoffe, das waren nur die drei. Kann ich den jetzt auch schieben? Ja! Isaac driftet ab.
Ist jetzt Ruhe? Aha. Erstmal looten. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich. Da sind noch mehr Kästen. Haben wir die denn voll? Ja. Will ich nicht. Nimm ich. Was war da jetzt drin? Ja, nehme ich auch. So, da oben hat was geleuchtet. Das würde ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Und zwar diesen hier. Aufheben. Aufgabe erfüllt. Antriebsenergie ausgefallen. Rein hier. Siehst du das? Hast du ihn? Ja. Oh mein Gott, du hast ihn. Ja. Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Wo geht das da hin? Na endlich. Mach das doch gleich. Oh. Gut, dass ich vorher hier reingeschaut habe in die Kisten. Oh. Oh, nicht. Ach, das bist du ja. Isaac, hier drüben. Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Ja. Ich habe aber vergessen zu looten. Und ich bin der Meinung, ich habe hier hinten... Nein. Was ist denn jetzt passiert? Warum sind denn hier die Fenster zu? Die Türen meine ich. Hast du was fallen lassen? Steh auf! Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammond verloren. Ja. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Ich habe meine Waffe leer geschossen. Hier war ich schon überall, ne? Ich glaube auch, ich muss hier lang. Ich will hier raus. Hier knallt es. Wo geht's denn jetzt lang? Da lang. Huch. Ich dachte schon, da kommt was. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Baby, nimm alles mit hier. F. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Fahrstuhl? Fahrstuhl, komm, komm, das schaffen wir. Oh, Gott sei Dank. So, dann lass mich mal gucken. Ist die nachgeladen? Achtung, ist die nachgeladen? Die ist nachgeladen. Die ist nicht nachgeladen, siehst du? Lieber alles nochmal nachladen. Hier auch. Mal schauen, was wir noch so haben. Ja, oh, das sieht noch ganz gut aus. Ripperklingen habe ich aber auch noch ordentlich. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Wo muss ich denn lang? Da lang. Das ist mir auch sympathischer. Geht die jetzt auf? Jetzt. Jetzt muss ich dahin. Komm, Isaac, das schaffen wir. Ja, und er ist nicht gestorben. Super. Geh rein hier. Komm, 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 komm. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, das ist mir auch scheißegal. Mach auf die Tür. Ende des Vakuums. Gut. Und aber noch... Was machst du hier drin?
ihr das gesehen? Werkbank. Jetzt gucken wir aber erstmal. So viel Zeit muss sein. Ich müsste ja 3 Knoten haben. Siehst du genau. Wir schauen mal, was sagt denn das Rig? Ich würde dann mehr aushalten. Trefferpunkte. 150. Dies habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ist dann auch fast voll. Bin immer bis kurz davor. Ich glaube, so Archivmens oder sowas gab es damals noch nicht so, oder? Ich weiß das gar nicht. Und wir müssen bestimmt dahin. Liegt hier noch was? Nein. Und haben damit ein Kapitel abgeschlossen, nehme ich mal an. Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Das ist doch ein Wort. Jetzt werde ich bestimmt gefragt, ob ich speichern möchte. Ja. Wo speichern wir den? Hier. Na, nun. Ich drücke mal zu fix. Bin ein fixer Junge. Manchmal. Und schon sind wir wieder da. Und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir genau dorthin. Da. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es 3, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Aha. Ich soll also alle Teile finden. Von der Navigationskarte. Was haben wir hier? Brauche ich. Hier sind Sitze. Hier hat sich aber eine ausgelassen. Ganz ehrlich. Guckt mal euch das an hier. Laut der Kerzen. Eigentlich eine heimliche Atmosphäre. Hier singt auch wer. Schön. Das will ich aber alles gar nicht. Ich möchte gern... Da soll ich hoch. Da liegt noch was. Ripperklingen. Schlafblock. Hört ihr das? Isaac, hat sie gesagt. Ich schaue mal, ob ich was zum Verkaufen habe. Plasma-Luftkanister, Strahlmunition. Nee, habe ich nicht. Ich heb das Geld auf. Mist. Da. Brauche ich. Wolltest du mich erschrecken? Ich bin neugierig. Guck mal, hier sind überall zu Schränke. Und Kloletten. Schema. Anzug Level 5. Hab ich es nicht gesagt? Hab ich es nicht gesagt? Und gleich noch ein paar Credits. Aber wie gut, dass ich hier lang gelaufen bin. Und ich weiß das natürlich nicht mehr. Das ist jetzt Jahre her, wo ich das letzte Mal dieses Spiel angefasst habe. Denn mal nichts wie hin zur Station. Wo war das? Hier. Mal gucken, was das kostet. Vielleicht reicht das Geld. Anzug Level 5. 60.000. Was können wir verkaufen? Da liegen doch hier welche rum. Nein? Sicher? Ich mache jetzt mal... Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Habe ich das jetzt in Safe gelegt? Nein. Ich glaube, ich habe es verkauft. Ich habe es verkauft. Strahlmunition. Die bringt nicht so viel. Ripperklingen bringen. Bisschen was. Da. Sehr
56.000. Sowas liegt hier aber rum. Das kann ich mir dann anschließend holen. Und nochmal Strahlmunition. So, okay. Na, selbstverständlich. Rein da. Also wäre das Geflüster. Entschuldigung. Mann, nicht so gut versteht. Oh, schick. Der sollte mal ein bisschen lauter machen. Und das ist doch schon nicht schlecht. Schick, schick, schick. So, jetzt muss ich natürlich mir das Zeug noch holen, was ich hier habe liegen lassen und verkloppt habe. Logischerweise. Denn hier war nichts, ne? Das hatte ich genommen. Hier war ich noch nicht drinnen, oder? Doch. Jetzt bin ich zurückgegangen, weil ich die Maus zu doll bewegt habe hier. Das macht aber nichts. Hier liegt ja noch genug rum. Da habe ich sogar noch Plasma-Energie übersehen. Also nochmal. Wir müssen dann den Fahrstuhl nehmen. Hier ist zu. Aber, ach komm, Isaac, hier um die Ecke. Da war eine Tür, die aufgeht. Hier geht's in die Waschräume oder was das ist. Repair-Kling. Soll ich jetzt hier... Hier ist nichts, ne? Auch nochmal reinschauen. Oh, was liegt denn hier? Ein Textlog. Z-Ball-Regeln. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Wertungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie das Kinesemodul, um den Ball zu fassen und ihn in den aktiven Korb zu werfen, bevor der Wurftimer abgelaufen ist. Nach jedem Level öffnet sich ein Spind mit einer Belohnung. Ja, könnte man machen. Eigentlich müsste ich das auch machen, um das zu zeigen, aber ich habe nicht wirklich... Aber guck mal, da sind Sachen drin. Krieg ich das auf? Was ist das? Eintritt Schwerelosigkeit. Habe ich hier keine... Ich habe hier keine Chinese. Na gut. Oh, doch, ich komme wieder raus. Ich Ende der Schwerelosigkeit. Gut, dann habe ich mir wenigstens noch das Medipack geholt. Und jetzt könnten wir normalerweise wieder mit der Mission weitermachen. Ich hätte gern auch mal wieder gespeichert. Das wird mir sonst hier zu lang. Aber hier kann ich ja nicht speichern, hier. Vielleicht kann ich hier speichern. Hier liegt doch noch was. Ich kann hier speichern. Ein Textlog. Gemeinsam werden wir auferstehen. Ist die Unity-Logie eine neue Hoffnung oder nur der nächste Schwindel? Von Kerry van Otgen. Wenn Sie während der letzten 200 Jahre auf dem Mars gelebt haben, könnte es sein, dass Sie die am schnellsten wachsende religiöse Bewegung der Geschichte verpasst haben. Die Shirts of Unity hat inzwischen über 1 Million Anhänger, darunter einflussreiche CEOs und Offizielle, und hält nach eigenen Angaben Aktien im Wert von 78 Millionen Dollar an multiglobalen Unternehmen und besitzt 2 der größten Kreditinstitute der Erde, GPSG Financial und Unitas Energy Investments. Von seinen Anfängen als Personenkult hat Unitology sich zu einer anerkannten, etablierten Religion gemausert. Aha. Die wesentlichen Fakten sind hinlänglich bekannt. Vor 200 Jahren ließ der Anthropologe Logie-Professor Michael
Altman, die nach seinen Angaben größte Vertuschungsaktion der Erdregierung auffliegen, die Entdeckung eines Artefakts, auch Marker genannt, das ohne jeden Zweifel bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete, na, der Marker wird uns noch beschäftigen, Altman daraufhin als Spinner. Doch seine Behauptungen fielen bei einigen auf fruchtbaren Boden und sein mysteriöser Tod kurz danach schürte das Interesse noch Punkt. Und Unitologen glauben, der Marker enthielt einen Code, den Schlüssel zum ewigen Leben, das durch Wiedergeburt und Auferstehung erlenkt werden kann. Der Haken ist allerdings, dass man dafür erst sterben muss. Sie sagen, die Regierung verstecke die Marke irgendwo, um seine Geheimnisse für sich zu behalten. Im gesamten von Menschen besiedelten Weltraum preisen Unitologen Altmans Märtyrertod und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie zu ihrem neuen Leben nach dem Tode zu geleiten. Im Prinzip hört sich das alles recht harmlos an. Allerdings gibt es wie bei jedem Kult auch eine dunkle Seite. Unitologen nehmen innerhalb der Kirche Ränge ein. Niemand spricht je darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens 3 Ränge über den durchschnittlichen Gläubigen, auch Eingeweihter genannt, gibt. Mit jedem neuen Rang erhält der Anhänger mehr Einblick in die Angelegenheiten innerhalb der Kirche und in Forschungsergebnisse. Wie man als Unitologe aufsteigt? Ganz einfach, indem man der Kirche Geld spendet und Macht verleiht. Aber bei Geldspenden bleibt es nicht. Die Kirche verlangt zudem von ihren Anhängern, dass sie nach ihrem Tod ihre Leiche zur Verfügung stellen. Warum? Was sie damit machen? Das weiß keiner. Und jegliche Versuche, den inneren Kreis zu infiltrieren, sind kläglich gescheitert. Da aber Transformation und Wiedergeburt die Hauptsäulen ihres Glaubens sind, wollen wir die Antwort vielleicht auch gar nicht wissen. Ein weiteres Gerücht, das sich beharrlich hält, besagt, dass die Kirche Gelder für ein geheimes Schiffsbauprojekt sammelt. Einige behaupten sogar, sie hätten die Flotte gesehen. Es gibt zwar keinerlei dokumentierte Beweise darüber, doch beteuert sämtliche angebliche Augenzeugen, dass diese Mausoleumsschiffe trotz ihrer enormen Größe, Fortsetzung auf Seite 94, die haben wir nicht. Wir haben da aber eine Workbench und was hier noch viel wichtiger ist, wir haben einen Schrank mit Loot und wir haben einen größeren Anzug. Betrachtet mein Werk. Oh, ist das schön. Ich habe auch gar keine Knoten. Oh, guck mal, diesen 3D-Effekt. Ist gut gemacht, ne? Stehen dann Ebenen übereinander, die Sachen. So. Die Dame singt. Wir müssen da hinten hin. Ich speichere hier. Wir nehmen... Kapitel, jetzt nehme ich den mal hier unten... annehmen. Ja. So. Ist gut. Was ist denn das hier? Ich bin noch mit dem Fahrstuhl hochgekommen. Kann ich hier noch reinschauen? Ist hier noch was Schönes? Ah, machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oh, da liegen ja noch Sachen. Ach nee, das ist nur eine Lampe, ne? Hier habe ich rumgeräubert. Irgendwie ist das ein bisschen unheimlich hier mit dem Gesinge. Aber es soll ja auch ein Gruselspiel oder ein Horrorspiel sein. Na gut, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.